Hallo, 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 liebe Freunde. Okay. Gucken mal, ob jetzt... Ich habe die Steuerung jetzt so ein bisschen verbessert. Okay. Nur da rein, wenn der Zug kommt. Wir warten auf den Zug, wir warten auf den Zug. Komm schon, lieber Zug. Ja. Der Hund scheint an den Zug gewöhnt zu sein. Er zuckte nicht einmal mit der Wimper, trotz des Getöses. Okay. Vorsichtig, vorsichtig. Okay, Zug, Zug, Zug. Ja, jetzt geht's wieder los. Und da rein. Bewegt sich nicht. Die Tür sieht sehr neu aus und es ist überall Blut dort drin. Und die Handabdrücke von jemandem. Okay. Also müssen wir irgendwo... Okay. Und still. Jetzt still. Oh Gott, das gefällt mir gerade gar nicht. Komm schon, nächster Zug bitte, nächster Zug. Ja. Ich glaube nicht, dass es verschlossen ist, aber die Scharniere sehen ein bisschen rostig aus. Sie könnten knarren. Ah. Es ist eine Axt. Die nehmen wir mal. Eine Axt ist immer gut. Was ist da sonst so drin? Nur Schrott, okay. Und ruhig. Wir dürfen den Hund nicht aufwecken. Der fällt uns nämlich direkt an. Die Axt brauchen wir gar nicht hier. Mit der Axt können wir bestimmt das Kellerfenster, das mit Brettern vernagelt wurde, öffnen. Dann machen wir das doch mal. So kommen wir da rein. So viel Geld ausgegeben, im Prinzip für den Türöffner und dann den Türöffner... Zumindest jetzt noch gar nicht gebraucht. Genau, den brauchen wir bestimmt. Sehr gut. Den brauchen wir bestimmt später mal. Wirklich, weil jetzt gerade war der eigentlich unnötig. Wir hätten eigentlich nur eine Axt gebraucht. Axt. Ups, hab die Axt drin fallen lassen. Ach, Zoe. Ich mochte den Namen Zoe immer. Ich wollte früher meine Tochter so nennen. Aber dann bin ich durch die Innenstadt gelaufen und habe erlebt, wie jemand mit schlimmsten Platt sein Kind gerufen hat. Zoe! Zoe, jetzt komm doch mal her, Zoe! Da ist in mir was gestorben, als ich das gehört habe. Das ist nur ein Bündel schmutziger Lumpen. Ein rostiger alter Kanister. Da ist nichts drin, es ist leer. Ein Metallkanister. Es riecht wie Benzin. Es riecht wie Benzin. Da ist nichts drin, es ist leer. Ich rieche nichts, aber bestimmt ist etwas drin. Vielleicht Wasser. Ich würde es trotzdem nicht trinken. Lumpen. Es riecht wie Benzin. Okay, können wir nicht nehmen. Was ist das? Ich weiß nicht, wofür das ist. Das ist der Boiler. Drück mal drauf. So, jetzt ist der Boiler an. Was hat uns das gebracht?
Oh, hier ist es aber sehr dunkel. Okay. Ich rieche nichts, aber bestimmt ist etwas drin. Vielleicht Wasser. In diesem ist Benzin, denke ich. Es riecht wie Benzin. Was ist hier sonst so? Was haben wir im Inventar? Axtgriff? Ach, Axtgriff. Benutzen mit. Moment. Nee. Benutze Dings mit Axtgriff. Nee, da so wollte ich es nicht. Da ist nichts drin, es ist leer. Benutzen mit Lumpen. Jetzt haben wir eine Fackel. Benutze Fackel. Nee, warte. Da ist Benzin. Benutze Fackel mit Benzin. Und das hier solltet ihr jetzt alle... Das sollte man nicht machen. Man sollte nicht mit Benzin an einem Boiler hantieren. Da ist Gas drauf. Und Gas und... Okay. Ihr wisst, was ich meine. Und ihr seid ja nicht dumm. Ich schätze euch nicht so ein, dass ihr euch jetzt aus Dummheit in die Luft sprengt. Ich hoffe es zumindest, dass ihr das nicht macht. Weil dann hätte ich weniger Abonnenten, wäre echt traurig. Ui, noch mehr Blut. Oh. Da liegt was. Mein Gott, das ist Risas Feuerzeug. Dieses Mädchen, ist sie hier? Finde April Wine! Finde sie! Finde April Wine! Finde sie! Aprils altes Zimmer. Der Bildschirm sagte 201. Das muss die Zimmernummer sein. Ich denke, sie will, dass ich zu Zimmer 201 gehe und dort den Schrank öffne. Ist es das, was Risa hierher gelockt hat? Das sieht schlimm aus, Aprils Zimmer. Ja, ist okay, wie komme ich jetzt hier wieder raus? Okay. Ist hier sonst irgendwas? Es geht nur nach oben noch. Ach nee. Türöffner. Okay, der nicht. Was ist hier sonst so? Von hier aus irgendwie die Tür öffnen. Sonst ist jetzt nichts. Nee. Okay. Jetzt hier echt nichts. Solide. Ich glaube nicht, dass es möglich ist, da durchzubrechen. Es sieht auch brandneu aus, als wäre es kürzlich erst installiert worden. Müssen wir doch irgendwie da lang und hier irgendwas machen, weil hier können wir ja jetzt nicht mehr weiter, weil wir die Fackel nicht mehr haben und hier nichts sehen. Ich stehe gerade
bisschen auf dem Schlauch. Aber nur ein bisschen. Blut. Gott, ich hoffe nicht, dass es... F801-802. Das ist Weezers Feuerzeug. Und es ist Blut darauf. Mein wertvollster Besitz. Ein Türöffner. Ich muss noch irgendwas machen mit dem Ding. Ah. Das richtige Symbol finden. Da. Da? Nicht? Achso, okay, nee, andersrum. Bin ich gerade blind? Da. Und da. Okay, wir haben die Tür gehackt. Ich finde, rein von der Optik her ist das Spiel jetzt gerade... Es hat gerade ein bisschen so diesen typischen 2000er Horror-Look. Oder ist irgendwas? Nee, da ist jemand. Okay. Jemand rehydriert und erhitzt eine Pizza. Sieht so aus, als würde es dauern, bis sie fertig ist. Wenn ich den Timer umprogrammiere, kann ich den Alarm sofort losgehen lassen. Was bringt uns das? Warum wollen wir das? Ah ja, Pizza ist fertig. Erst rein. Der Ofen hat angehalten. Hey, jemand da? Hey, Sie sind schon drin? Hallo, ich bin hier, um mich für diesen Job zu bewerben. Ein Job? Wusstest du nicht, dass wir wen anstellen? Ich muss das mit mir, dem Manager, klären. Oh Mann, warte eine Minute. Wir stellen jemanden an. Wer hatte gesagt, dass wir wen suchen? Ich habe die Anzeige gesehen. Vielleicht könnte ich mit dem Manager sprechen und... Hast was an den Ohren? Ich sagte, wir suchen niemanden. Ich bringe dich zur Tür und dann verschwindest du. Still und leise, ja? Ich kann nicht gehen. Was ist mit still und leise? Nun hau ab oder ich schmeiß dich eigenhändig raus. Willst du jetzt Krawall machen hier? Jetzt wirst du sehen, was passiert, wenn du Wasser anmachst. Du wirst gehen. So oder so. Willst du jetzt Krawall machen hier? Ah, nicht gut. Ich glaube, wir verlieren. Ja. Ach, Mist. Neuladen. Okay. Was können wir...
Müssen wir mit denen kämpfen? Oder gibt es nicht irgendwas anderes, was wir machen können? Jemand rehydriert und erhitzt eine Pizza. Sieht so aus, als würde es dauern, bis sie fertig ist. Wenn ich den Timer umprogrammiere, kann ich den Alarm sofort losgehen lassen. Ah ja, Pizza ist fertig. Ast rein. Gut. Ah, so war es besser. So hat es besser geklappt. Natürlich abgeschlossen, super. Konnte ja nicht anders sein. Ah, das ist der richtige Flur. Das erkenne ich noch aus dem ersten Teil. Das ist Aprils Zimmer. Nee, das ist das Zimmer von Zack. Was zum... Sie ist mit etwas verbunden, das ich in der Wohnung von Reza sah. Was macht es mit ihr? Wofür ist all dieses Equipment hier? Was ist das für ein Ding? Droge. Sie müssen es an diesen Leuten ausprobieren. Das ist wahrscheinlich auch der Zweck dieses Ortes. Das ist kein Hotel. Es ist ein Laboratorium. Und was ist das da für eine Maschine? Wofür ist all dieses Equipment hier? Nein, ich muss mich darauf konzentrieren, Reza zu finden. Okay. 201. Das ist es, das Zimmer, in dem das kleine Mädchen war. Natürlich verschlossen. Was ist hier so? Ein gruseliges Badezimmer. Und da oben? Ich speichere erstmal, bevor ich jetzt hier irgendwo in eine Falle laufe und wieder sterbe. Hier ist... Oh. Das Mädchen ist aufgewacht, habt ihr es gesehen? Sie sieht aus, als wäre sie in ihrer eigenen Welt. Die bemerkt uns gar nicht. Sie sieht aus, als wäre sie in ihrer eigenen Welt. Ich schätze mal, das ist irgendeine... Ich glaube... Oh, oh. Der Typ kommt. Nicht gut, nicht gut. Ach nö, 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 nö. Gefällt mir gar nicht. Verstecken. Muss ich irgendwo verstecken? Der kommt hier rein, oder? Leute, ich hab grad Puls! Ist er weg? Bitte sag mir, dass der weg ist. Ist er weg? Ich habe den Griff entfernt.
Lorenz. Können wir da den Griff Antchen ranmachen? Ja, was? Nee, können wir nicht. Ja, jetzt haben wir einen Fenstergriff. Toll. Was bringt uns der? Oh, hast du mich gerade erschreckt, Mädel? Oh, mach doch nicht so einen Scheiß. Oh. Okay. Hinten ist noch eine. Ah, okay. Okay. Dann glaube ich, können wir da den Fenstergriff anbringen. Experimente an Kindern, verdammte Drecksäcke. Schon mal in einem anderen Stockwerk. Sieht aus wie medizinische Geräte. Oh. Fane. Winnie. Help. Fane. Hilf mir, Winnie. Ich brauche hier Hilfe, Mann. Was ist das? Schmutziges Handtuch. Schmutziges Laken. Sieht aus wie medizinische Geräte. Abgeschlossen. Okay, und hier? Auch abgeschlossen. Schmutziges Laken, schmutziges Handtuch. Nee, so wollte ich das jetzt nicht. Okay. Das behelfsmäßige Seil machen wir jetzt mal hier an dem Radiator fest, an dem Heizkörper. Ist das gerade unangenehm? Ein alter Heizkörper. Inzwischen verwenden sie wahrscheinlich Plasma-Heizelemente, um die Zimmer warm zu machen. Okay. Zimmer 201. Dasjenige, in dem das kleine Mädchen war. Es scheint, als lebte dort jemand. Echt schlimm, was aus Aprils Zimmer geworden ist. Und generell aus dem Grenzhaus. Okay. Schauen wir uns hier erstmal um. Okay, viel ist hier nicht. Das kleine Mädchen. Öffne mal den Schrank. Sie wies auf diesen Wandschrank hin. Was könnte das bedeuten? Das ist Charlie und diese beiden Mädchen. Vielleicht war das einmal Charlies Zimmer, aber warum hat mich das kleine Mädchen zu seinem Schrank geführt? Wo ist die Verbindung zwischen all diesen Dingen? Shit! Was zum Teufel tust du hier? Das ist mein Raum, verschwinde wieder! Warte, ich kenne dich nicht. Wer zum Teufel bist du? Ich bin Zoe.
Einen Freund? So, arbeitet er hier? Denn ich sage dir hier und jetzt, jeder hat einen Vertrag unterschrieben. Alles ist legal und niemand wird vermisst. Ja, ich bin eine Freundin von Winnie. Tut mir leid, ich wusste nicht, dass jemand anderer dieses Zimmer benutzt. Wo zur Hölle ist er? Wer? Winnie, was zur Hölle denkst du, über wen ich spreche? Ich weiß nicht, vielleicht ist er abgehauen. Jesus, wenn er weg ist, werde ich ihm Feuer unter seinem Scheißarsch machen. Er ist nicht nett zu mir. Nein, das ist er nicht. Jesus Christus. Winnie war dabei, mir mit einigen Informationen über diesen Mann zu helfen. Über Reza Temis. Temis? Wer zum Teufel ist das? Noch einer von Winnies Totschlägerfreunden? Jemand in der Art. Jedenfalls wollte Winnie mir helfen. Aber vielleicht kannst du es stattdessen tun. Warum verdammt nochmal sollte ich das tun? Nun, ich wollte ihn dafür bezahlen, aber wenn du daran nicht interessiert bist... Wie viel? 500, wenn du mir Informationen über meinen Freund lieferst. Weitere 500, wenn du ihn findest. 1000, hä? Meinst du das ernst? Ich bin von Winnies Freunden schon mal verarscht worden. Sieht es so aus, als wäre ich genauso? Ich urteile nicht danach, wie jemand aussieht oder so ein Scheiß. Ja, genau, Scheiß. Also, wie ist der Name dieses Arschlochs? Reza Temis. Er ist größer als du. Schwarze Haare, braun gebrannt. Wahrscheinlich gut gekleidet. Temis, verstanden. Ich werde mich umhören, wo er sein könnte, ob es irgendwas gibt, was ich rauskriegen kann. Wie kann ich mich mit dir in Verbindung setzen? Ich werde heute Abend im The Fringe sein. Ja, klar. Nein, wirklich, wo treffen wir uns? Du kannst gegen 10 Uhr hierher zurückkommen. Ich bestelle eine Pizza, eine Flasche Wein. Ich sagte The Fringe. Schau mal, Schätzchen, es gibt eine Warteliste von 2 Jahren. Um auf diese Warteliste zu kommen, muss man entweder sehr berühmt oder sehr reich sein. Und du, Schätzchen, ich will dich nicht verletzen, bist keines von beiden. Nein, aber ich habe Kontakte. Vertrau mir, ich werde im Fringe sein. Und ich werde sicherstellen, dass dein Name auf der Liste steht. Das ist doch nicht dein Ernst. Richtig? The Fringe? Das scheiß Fringe? Na gut. Jesus, ich werde dort sein. Jesus Christus, wenn du mir das eher gesagt hättest, dann hätte ich dir umsonst geholfen. Scheiße. Hervorragend. Na gut, wir haben eine Abmachung. Komm her, ich lass dich vorn raus. Ein DNA-Schloss, unüberwindlicher Shit. Ja, dieser Ort ist wirklich eine Festung, in die man nicht reinkommt. Ich trau dem Stück. Dem Typen da keinen Meter. Ich werde alles überprüfen und sehen, was ich finden kann. Heute Nacht also, im Fringe, ja? Du versuchst mich doch nicht zu verarschen. Es ist mir sehr ernst. Dieser Freund, der bedeutet mir sehr viel. Na schön. Solange ich auf dieser Liste bin und du das Geld hast. Warte, wie war dein Name nochmal? Wie ist deiner? Marcus. Hast du keinen Nachnamen? Nein. Und du? Du bist eine Spielerin, Zoe, das sage ich dir. Okay, Marcus. Danke. Bis später. Marcus? War es nicht auch einer von Zoes Freunden? Boah, was aus den allen geworden ist. Ich meine von Aprils Freunden, nicht von Zoes Freunden. Schlimm. Ich glaube, Marcus war noch einer von ihren Freunden. Charlie war der Barkeeper und Marcus war... War Marcus nicht der Freund von... wie hieß sie? Dingsbums. Die beste Freundin von April halt. Ja? Hallo, Zoe Castillo nochmal. Kann ich reinkommen? Na sicher. Wir reden erstmal mit ihm und dann zeigen ihm das Foto, das wir gefunden haben. Von ihm und April. Hey, Sie sind zurück. Überrascht? Es sah so aus, als könnten Sie nicht auf sich selbst aufpassen. Nein, nicht wirklich. Haben Sie Ihren Freund Jericho gefunden? Nein, noch nicht. Und sein Name ist Reza.
Aber ich habe einen Hinweis. Gut. Ich hoffe, Sie finden ihn. Er scheint ein netter Kerl zu sein. Danke, Charlie. Für was? Hören Sie, fühlen Sie sich ganz frei und bleiben Sie hier, solange Sie wollen. Vielleicht wird Ihr Freund wieder vorbeikommen. Ja? Nichts. Okay. Aber... Ich habe die Unterhaltung zu früh abgebrochen. Ich wollte mit ihm noch die anderen Themen besprechen. Hey, Sie sind zurück. Überrascht? Es sah so aus, als könnten Sie nicht auf sich selbst aufpassen. Nein, nicht wirklich. Haben Sie Ihren Freund Jericho gefunden? Nein, noch nicht. Und sein Name ist Reza. Aber ich habe einen Hinweis. Gut. Ich hoffe, Sie finden ihn. Er scheint ein netter Kerl zu sein. Sie haben wieder nichts von Reza gehört, stimmt's? Tut mir leid, Mädchen. Wenn ich was höre, lasse ich es Sie wissen. Wie lange, sagten Sie, leben Sie im Borderhaus? 10 Jahre. Warum? Es muss sich ziemlich verändert haben. Es war ein unheimlicher Ort. Da war ein Raum, der wirkte okay, aber der Rest davon sah erschreckend aus. 10 Jahre sind eine lange Zeit. Die Welt kann sich in einem Jahrzehnt völlig verändern. Danke, Charlie. Für was? Hören Sie, fühlen Sie sich ganz frei und bleiben Sie hier, solange Sie wollen. Vielleicht wird Ihr Freund wieder vorbeikommen. Können Sie mir irgendetwas über dieses Bild erzählen? Das sind Sie, stimmt's? Jesus Christus, wo haben Sie das gefunden? Im Hotel, Zimmer 201. Ich fand es in einem Schrank. Ich glaube, Sie wissen wo. Ich denke, das sind Sie, richtig? Das ist 10 Jahre her und das war in einem anderen Leben. Ja. Ich kann nicht glauben, dass dieses Foto noch in Aprils altem Zimmer war nach all dieser Zeit. April? April Ryan. Das Mädchen in der Mitte. 201, das war ihr Zimmer. Vor 10 Jahren. Sagten Sie April Ryan? Ja. Warum? Dieser Name klingt sehr vertraut. Wahrscheinlich verwechseln Sie April mit jemand anderem. April verschwand damals im Jahr 09, ein paar Tage vor dem Kollaps. Wir haben einige Zeit nach ihr gesucht, bevor ich aufgab. Andererseits, Emma verlor nie den Glauben. Sie denkt, dass April noch lebt. Da draußen, irgendwo. Emma ist das andere Mädchen auf dem Bild? Ja, die beiden waren die besten Freunde, die ich jemals hatte. Aber ich habe von Emma in all den Jahren nichts mehr gehört. Und April? Sagen wir mal, dass ich Emmas Glauben an Wunder nicht teile. Wie verschwand April? Nun, mir ist nicht wohl bei der Sache, darüber zu sprechen. Es ist eine Privatangelegenheit. Ich muss es wissen, Charlie. Ich denke, es besteht eine Verbindung zwischen April Ryan und dem, was Reza untersuchte. Was? Ist das Ihr Ernst? Es dürfte verrückt für Sie klingen. Ich kann nicht mal glauben, dass ich Ihnen das erzähle, aber ich habe den Namen April Ryan kürzlich gehört. Ich habe Dinge gesehen, auf Bildschirmen. Als ich nach Casablanca zurückkam, im Hotel, fremdartige, schaurige Dinge. Zu Anfang glaubte ich, es hätte etwas mit der Stasis zu tun. Das könnte durchaus der Fall sein, aber ich glaube, es ist mehr als das. Da war diese schneebedeckte Landschaft, ein fremdes, schwarzes Haus, ein Mädchen. Ich weiß, das klingt völlig irrsinnig, aber das Mädchen, sie sprach zu mir, direkt zu mir, durch den Bildschirm. Finde sie, rette sie. Zuerst war das alles, was sie sagte, und dann finde April Ryan. Finde April. Rette April. Als ich an diesem Ort war, in dem Hotel, sah ich dieses Mädchen nochmal. Sie zeigte mir den Weg zu Aprils Zimmer, dann zu dem Schrank, wo ich dieses Bild fand. Jesus. Wenn Sie recht haben und wenn das kein schlechter Witz ist, muss ich mich mit Emma in Verbindung setzen. Sie glaubt, dass April die Wahrheit sagte. Die Wahrheit? Über was? Können Sie in der Nähe bleiben, Zoe? Ich bin sicher, dass Emma mit dem ersten Vectrex oder Scramjet von Europolis kommt und sie wird das von Ihnen hören wollen. Sobald sie hier ist, werden wir Ihnen die ganze Geschichte erzählen. Ich verspreche es. Die April Ryan, von der Sie gehört haben, ist vielleicht nicht Ihre April, Charlie. Ich möchte nicht, dass Sie Ihre Hoffnung aufgeben. April verschwand unter sehr mysteriösen Umständen, Zoe. Wenn es einen winzigen Hinweis gibt, dass dies etwas mit ihr zu tun hat, müssen wir ihm nachgehen. Okay, ich muss hier auf diesen Kerl warten, damit er mich kontaktieren kann. Marcus. Ich traf ihn im Hotel.
Marcus? Das fängt an, sich anzuhören wie eine verdammte Familienzusammenführung. Marcus war ein Freund von uns aus alten Tagen, bis er in Amerthon eine dicke Karriere einschlug. Wir haben ihn in all den Jahren nicht gesehen, aber ich hörte, er bekam einen Job in dem Hotel. Ja, er ist eine Art Hausverwalter. Und Sie haben recht, es ist kein Hotel. Ich sah etwas, als ich dort war. Sie testeten ein Gerät, das auf den Kopf einwirkt. Ich habe schon einmal gesehen. Es ist wahrscheinlich das, was Reza nach Newport brachte. Jedenfalls sagte Marcus, dass er mir für eine gewisse Summe helfen würde, herauszufinden, was mit Reza geschehen ist. Ich sagte ihm, er könne mich später hier treffen. Ich hoffe, das ist okay. Kein Problem. Das ist der sicherste Ort in Newport. Nichts gelangt hinein oder hinaus, ohne dass ich es weiß. Ich werde sicherstellen, dass sein Name auf die Gästeliste gesetzt wird. Ich werde Emma anrufen. Dann muss ich mich noch um einige Geschäfte kümmern. Aber Sie können ruhig hierbleiben. Ich werde die Küche anweisen, Ihnen etwas zu essen zu machen. Das wäre schön. Ich bin fast am Verhungern. Ich habe seit der Fahrt nichts mehr gegessen. Sie sind an den richtigen Ort gekommen. Unser Sashimi ist das Beste in der Stadt. Suchen Sie sich einen Tisch und ich werde jemanden schicken, der Ihre Bestellung aufnimmt. Danke. Warten Sie, Charlie. Ja? Denken Sie wirklich, Reza ist okay? Er ist ein Enthüllungsjournalist, nicht? Jericho ist berühmt. Ich bin sicher, er hat schon Schlimmeres erlebt. Machen Sie sich keine Sorgen, er wird okay sein. Das ist alles. Ich weiß, das ist nicht viel und ich weiß, dass es eure April Ryan gar nicht sein könnte, aber... Es ist so. Es muss so sein. Ich glaube nicht an Zufälle. Und das wäre ein enormer Zufall. Sie könnte versuchen, sich mit uns in Verbindung zu setzen, Charlie. Vielleicht braucht sie unsere Hilfe. Vielleicht... Erhoffe dir nicht zu viel, Emma. Wir wissen noch nichts. Es tut mir leid, das zu fragen, aber Charlie, Sie versprachen mir zu erzählen, was mit April geschah. Ja. Ja, das habe ich. Sie verschwand unter sehr mysteriösen Umständen. An dem Tag, an dem sie verschwand, waren Konzernleute hinter ihr her. Ich weiß noch immer nicht, warum. Sie stürmten das Haus und... Auf Emma wurde geschossen. Sie hat es fast nicht geschafft. Und was April angeht, sie konnte fliehen. Das war das Letzte, was wir von ihr hörten. Aber wir wissen, dass sie fliehen konnte. Sie wurde durch Sicherheitskameras in Uptown identifiziert. Und wir fanden später heraus, dass sie an Bord eines Shuttles gegangen war, zu einer der Orbitalstationen. Es ist dort, wo die Cookie Crumb Trail endet. Unmittelbar danach ereignete sich der Kollaps und alles wurde anders. Als die Dinge wieder zur Normalität zurückkehrten, waren wir beschäftigt, unser eigenes Leben wieder in den Griff zu bekommen. Und als wir anfingen, wieder nach ihr zu suchen... April war weg, verschwunden. Wären dann nicht die Dinge, von denen sie uns erzählt hat... Hätte ich geglaubt, sie wäre nur ein weiteres Opfer des Kollaps geworden. Welche Dinge? Das ist der Punkt, an dem die Dinge kompliziert wurden. Sie sprach über eine andere Welt. Eine Art von paralleler, magischer Dimension. Wir glaubten nicht... Du glaubtest ihr nie, Charlie. Ich dagegen zweifelte nie daran. Gut, ich glaubte ihr nicht. Ich bin immer noch nicht davon überzeugt, trotz der Dinge, die ich während des Kollaps sah. Warten Sie. April sagte Ihnen, dass sie eine andere Dimension gesehen hat? Nicht gesehen? Dort gewesen. Dieser Ort nennt sich Arcadia. Da war dieser Mann. Cortez. Ein echter Freak. Er sagte April, dass sie eine Art von Talent hätte. Macht, zwischen Welten zu reisen. Und dafür würde sie gebraucht. Nach dem, was April uns erzählte, gibt es zwei Welten. Diese hier und die andere. Arcadia, eine Welt der Magie. Die beiden existieren parallel in der Balance miteinander. Ich hatte nie einen Grund, irgendwas zu bezweifeln, was April früher sagte.
Aber sogar ich war skeptisch. Als ich aus dem Krankenhaus herauskam, fing ich an zu grübeln. Und die Dinge, die sie uns erzählte, sie ist nicht die einzige Zoe. Es gibt noch andere, die dorthin gereist sind und Arcadia gesehen haben. Es ist real. Wir wissen es einfach nicht. Alles, was wir erfahren haben, ist, dass ein gefährlicher Wahnsinniger Vorstellungen und Gedanken in ihren Kopf einpflanzte und... Ich weiß, Charlie. Hab ein wenig Vertrauen, okay? Ich weiß es. Ich kann es fühlen. Ich habe eine Menge nachgeforscht. Wenn du genügend Geld hast, werden dir sogar die bestgehüteten Geheimnisse offenbart. Tut mir leid, Emma, aber das klingt wirklich ein bisschen... Verrückt, dass ich Wahnvorstellungen habe? Sie meinen, ich hätte nicht dasselbe über mich angenommen? Wie alt waren Sie, als der Kollaps stattfand, Zoe? 9? 10? 10. Und erinnern Sie sich an etwas? Nicht wirklich. Wir lebten zu dieser Zeit in London und unser Stadtteil war für mehrere Tage abgeriegelt. Mein Vater wollte mich schützen. Ich habe nicht viel mitbekommen. Die meisten Menschen erinnern sich nicht. Oder sie geben vor, es vergessen zu haben. Diejenigen von uns, die es sahen, so etwas vergisst du nicht mehr. Aber es sind sogar schon vor dem Kollaps Dinge passiert. Fremde Dinge wie Träume, die durch undichte Stellen in die reale Welt sickerten. Wenn ich zurückschaue, alles, was ich gesehen und gelesen habe, was die Leute mir erzählten, Leute, die keinen Grund hatten, mich zu belügen. Ich weiß, dass April die Wahrheit sagte. Und ich glaube, dass sie immer noch dort ist. In Arcadia. Okay. Okay, dann sagen wir, dass Sie recht haben. Die Nachrichten, die ich erhielt, denken Sie, dass diese Schneelandschaft die parallele Welt ist, von der April erzählte? Arcadia? Nach dem, was ich weiß, ist es nicht Arcadia. Aber wer kann das sagen? Die Frage ist, wer ist dieses kleine Mädchen? Und warum versucht sie, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen? Schließlich kannten sie April Ryan nicht. Ihr Name hatte bis heute keinerlei Bedeutung für sie. Das Schicksal brachte sie her. Und wenn sie nicht das Bild gefunden und es Charlie gezeigt hätten, wäre ihnen nie der Name von April bekannt geworden. Das scheint sehr unwahrscheinlich, ich weiß, aber Reza ist das Verbindungsglied. Die Story, an der er arbeitet, muss mit all diesen Dingen zu tun haben. Es ist die einzige Erklärung, die ich mir denken kann. Ihr Freund ist Journalist. Wissen Sie noch immer nicht, wo er ist? Nein, aber mit etwas Glück kann ich es heute später am Abend vielleicht noch herausfinden. Übrigens, Charlie, besteht hier irgendwo die Möglichkeit, einen Privatanruf zu machen? Vielleicht hat Reza versucht, mich zu erreichen. Ich werde es nochmal auf seinem Handy versuchen. Und auch bei meiner Freundin Olivia in Casablanca, falls sie von ihm gehört haben sollte. Sicher. Sie können eine der privaten Lounges benutzen im oberen Stockwerk. Die letzte auf der linken Seite ist leer. Danke. Ich bin bald zurück. Okay, und wir telefonieren dann in der nächsten Folge. Würde mich freuen, wenn ihr dann wieder einschaltet. Bis dann.